Moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge No One Survived. Ja, wir sind ja immer noch auf dem Weg zu dem Händler. Eigentlich jetzt erstmal zur Straße und dann zum Händler. Ja, und wollen ja mal so ein bisschen gucken, was da vielleicht so Sache ist, ne? Also das hier scheint irgendwie eine Mine oder sowas zu sein. Ne, nicht Mine, Steinbruch oder sowas. Wir haben es leider immer noch nebelig. Und, ja. Eine Nebelfolge, das ist auch wieder... Ja, das ist so ein Kieswerk oder sowas. Da kriegt man bestimmt auch Erze und all sowas an Zeug. Leider finde ich hier gerade nichts an Sprit oder so. Oh Gott, ich sehe gerade auch, bei uns geht alles runter. Gewaschen haben wir uns auch nicht. Wasser, gibt es hier Wasser in der Nähe? Wo sind wir denn? Wir sind hier. Wir gehen, wollen dahin. Da gibt es vielleicht Wasser, ja, dass das... Boah. Es wirkt aber auch heftig, wenn ich ehrlich bin. Was auch immer das hier ist. Ist das nicht das Haus, wo... Oh, ich weiß nicht, war das nicht dieses... Nee, das war nicht, oder? Nein. War es nicht. Das letzte Mal bin ich definitiv hier nicht lang gelaufen, weil da oben geht's zum Händler. Das ist also auch nicht das Gebäude, wo der Bär ist. Das ist schon mal sehr gut. Ich weiß nicht, ob es hier überhaupt irgendwas an Viechzeug gibt. Gut, aber auch hier drin gibt es nicht wirklich viel anscheinend. Wollen wir mal kurz hier rüber gucken, wir hier. Ne, da gibt es nichts. Da gibt es ein bisschen was, was auch immer. Gar nichts. Ein bisschen was von gar nichts ist auch gut. Dann gucken wir weiter. Solange wir keine Zombies sehen und hören, können wir natürlich gucken. Ah, hier ist auch nichts. Gut. Vielleicht kommt hier irgendwann mal was. Das Zeug hier möchte ich jetzt eigentlich auch nicht looten. Wie gesagt, es ist hier gerade, nö. Also es ist schön, dass wir jetzt hier mal ein bisschen nebelfrei haben. Aber hier gibt es definitiv gar nichts. Wir laufen dann mal da hoch zu dem Händler. Irgendwie sieht das hier aber auch ziemlich merkwürdig aus. Oh, ich habe mich gerade erschrocken. Ich habe gedacht, da wäre irgendwas. Was ist das hier? Das hier scheint wieder eine Art Mine zu sein, oder? Kann das möglich sein? Ja. Ich glaube, es ist eine Mine. So, das heißt, wir wären hier irgendwo eine Mine. Da ist keine Ahnung was und da ist das Kieswerk oder so. Könnte natürlich auch hier direkt irgendwie eine Base bauen, aber das ist auch ewig weit weg, ne? Die andere Mine war, wo habe ich die denn gestern gefunden? Das läuft auch wieder, ja. Im Stream hatte ich die Tage eine Mine gefunden. Ah ja, die war irgendwo. Hier muss irgendwo der Mineneingang sein. Man geht irgendwo hier rein, kommt dann irgendwo hier wieder raus und hat dann hier dieses Eisenbahndepot. Also das wäre schon mal Mine 2. Ich weiß nicht, dann wird es bestimmt auch irgendwie noch... weiß ich nicht, vielleicht ist hier noch eine Mine. Wäre wahrscheinlich 3 oder so. Und ja, dann verließen sie mich auch. Also das wären zumindest so 3 Punkte, wo ich sagen würde, das könnte eine Mine sein, weil... Wo ist meine Maus? Das ist gut, ich kann meine Maus nur bewegen. Och, Mano. So. So, wir sind jetzt hier. Wenn ich mir das hier angucke, na, wo die Mine drin ist, würde ich sogar sagen, weil das hier ähnlich aussieht, dass das auch eine Mine ist. Und das hier, naja, es sieht auch halbwegs so ein bisschen was aus wie die, aber sonst sehe ich eigentlich irgendwie
einen vierten Punkt, der so aussieht, oder? Ich glaube nicht. Ja, ich weiß nicht genau, deshalb. Also hier wäre definitiv eine Mine. Vielleicht könnte man sogar hier sein Haus bauen, aber dann wäre man auch wieder zu nah da dran. Wir sind auf jeden Fall, da hinten ist gleich der Händler. Und ich war schon mal bei dem Händler und mich wundert es, warum ich da die Mine nicht gefunden habe. Jetzt wird es zumindest gleich auch mal ein bisschen. Also der Nebel verschwindet, wollte ich eigentlich sagen. So, dann können wir eigentlich mal kurz gucken, was die Dame hier hat. Deal mit ihr. Genau das hier. Oh, ja, die Haha hat sogar zwei. Das ist sehr schön. Ich weiß halt nur nicht, ob wir die Sachen so einfach ohne weiteres. Okay, doch. Wie es läuft. Das hier wäre vielleicht nicht schlecht. Das da auch nicht. Das. Obwohl, ich muss gerade mal kurz gucken. Anscheinend, weiß ich nicht, Soundeinstellung. Bin sofort zurück. Moment. So, dann gucken wir mal kurz. Ne. Es ist immer noch ziemlich laut. Ich hoffe, es geht halbwegs. Ich hau jetzt mal einfach alle meine Bücher hier rein. In der Hoffnung, mal zu gucken, was die mir jetzt hier so anbietet. So, dann würde ich nämlich erstmal vielleicht sogar nur die zwei hier. Das hier vielleicht noch. Das. Habe keine Ahnung, was die Dame mir hier so. Die Dame ist gerade ziemlich günstig, soll ich mal sagen. So, irgendwie. Ich habe gerade echt keine Ahnung. Das Teil würde ich sogar da reinstellen und das da rein. So. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen was hier zurückziehen. Natürlich eins von den Dingern auf dem Boden. Shit. Wir sollten auf jeden Fall das hier mal konsumieren, bevor es schlecht wird. Erstmal so. So, Fähigkeiten lernen. Was hast du denn? Kochen? Ne, dann eher Landwirtschaft. Ich habe keine Beziehung zu dir. Ja, doch, da oben steht's.
und 100. Okay. Warte mal, dann können wir das hier wieder ordentlich legen. So. Ich würde mal sagen, ich gebe es einfach mal her in der Hoffnung. Gut, hier will die anscheinend nichts sagen. Nee. Geh nochmal zurück von Fähigkeiten lernen. Ich würde sagen, wirklich Landwirtschaft. Weil kochen können wir ja. Okay. Ja gut. Das ist dann jetzt nun schlecht. Trinken, wir haben Durst. So, das sollte eigentlich erstmal reichen. Vielleicht sollten wir jetzt wirklich sogar, warte mal, ich nehme mal hier. Doch, ist doch hier. 9 und 10. Nee, so, doch, jetzt haben wir 20. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Stöcke. Hm. Obwohl, das hätten wir uns gerade auch sparen können. Dach, nein, Syntheseeinrichtung. Ja. Wir hauen uns jetzt einfach mal das Teil hier hin. 6 Stöcke brauchen wir. Eins, zwei, drei. 4. Ah. 4, 4, 4, 4. Und 6. Hervorragend. Dann bauen wir uns jetzt einfach mal hier bei der Händlerin ein bisschen was an. Was ich jetzt gerade aber nicht verstehe, ist, dadurch, dass wir... Oh, hauen wir doch einfach mal die 5 weg. So, auf Wiederherstellungspunkt. So, was ich eigentlich gerade sagen wollte, anscheinend... Hier, dieses. Anscheinend haben wir die Motivation auch verloren, weil wir jetzt bei der gelernt haben. Was ich allerdings nicht verstehe, weil eigentlich haben wir ja bei der nur gelernt. Deshalb weiß ich nicht, warum der da. Naja, egal. Wir könnten jetzt auf jeden Fall mal wieder hier zur Straße runter. Da ist, wie gesagt, die Mine. Wir könnten in dieser Senke wirklich irgendwie vielleicht Farm bauen oder so. Also hier gibt es ja alles, was das Herz begehrt, wenn ich ehrlich bin, ne? Sollten wir vielleicht mal im Hinterkopf behalten. Weil wir hätten da direkt den Händler mit den Autoteilen. Wir sind direkt hier. Wir haben hier ein riesen Gebiet. Haben da direkt was zum Abbauen. Ja, im Prinzip bin ich eh doof. Wir hätten den Wagen mitnehmen sollen. Dafür müssten wir dann wieder komplett zurück hier rüber. Ich wollte jetzt eigentlich überhaupt gerade mal gucken, wo wir sind. Wir sind irgendwo da. Vielleicht sollten wir das bei Gelegenheit wirklich mal in Angriff nehmen. Dass wir vielleicht hier so rumlaufen, bis wir wieder zurück sind, da irgendwo. Nehmen unser Zeug mit und laufen dann wirklich da zum Händler. An die Mine. Und fangen da nochmal komplett neu an, weil...
Ja, wohl komplett neu anfangen brauchen wir ja eigentlich auch nicht. Wir könnten waschen, brauchen wir uns eigentlich auch nicht, sehe ich gerade, weil der Regen macht uns sauber. Nur die, was ist es, Motivation, hängt uns gerade so ein bisschen. Ja. Zum Halse raus. So, warte mal, ich wollte doch gucken. Das Schiff ist da hinten. Was ist das? Oh, ist das wieder ein Shit hier? So, also da hinten, da ist es doch. Da gibt es irgendwo ein Schiff. Müssen wir uns bei Gelegenheit auch mal angucken. Das hier würde mich interessieren, was es ist. Das da, das ist auf jeden Fall der Flughafen. Da müssten wir eventuell mal gucken, ob wir von hier der Seite dran kommen. Oder drauf kommen. Wäre eigentlich, ja, vielleicht eine gute Idee. Ich weiß es nicht. Und ich sage, wir müssten auf jeden Fall gucken, dass wir irgendwie mal jetzt ein Auto finden. Ich meine, ich wüsste ja, wo jetzt ein Auto steht, da hinten unten beim Motel, ne? Aber da möchte ich jetzt so von hier aus eigentlich nicht hinlaufen. Wobei es wahrscheinlich cleverer gewesen wäre, da hinzulaufen. Weil wir dann jetzt ein Auto gehabt hätten und es wäre direkt Sprit da gewesen. Ach, ich bin so Banane. Ernsthaft, manchmal sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Jetzt laufe ich hier hin. Hier hätten wir hinfahren können, wenn wir da Auto gehabt hätten und jetzt ist zu spät. Jetzt sind wir hier. Jetzt ist, was ist denn das hier? Eine Eisenbahner Siedlung oder sowas? Ne, keine Ahnung. Ja, es sieht halt auch ein bisschen merkwürdig aus hier. Ja, klar, Zombies sind direkt da. Ich sehe zwar nichts großartig, aber Zombies, die sind direkt da. So, wir gehen direkt erstmal hier hoch. Ja, das Problem ist auch, unser Eisenspeer ist bald sowas von kaputt. Obwohl, eigentlich könnten wir doch wahrscheinlich unten wieder durch und looten, oder? So teilweise, weil irgendwie die Zombies ja doch alle hier oben nur stehen. Bei meinem Glück. Hatten wir ja letztens in diesem einen Dorf, was halbwegs am Meer lag, auch. Das Zeug da sieht aus wie Flöße. Kann man aber anscheinend noch nicht benutzen oder vielleicht irgendwann mal später oder so. Keine Ahnung. Das ist nur ein Ding. Hier kann man anscheinend gar nichts looten. Schade. Und ich sage, wow. Ich wollte gerade sagen, siehst du, wie ich sagte, sind nur da die Zombies, aber hier laufen sie jetzt auch rum. Das ist jetzt natürlich dann nicht so clever. Dann sollten wir doch hier vielleicht, ich weiß noch nicht. Doch da oben durch den Wald laufen oder so. Oder wir gehen einfach hier unten durch. So. Vielleicht die cleverste Art. So, dreimal. So. Der andere ist da. Ja, der ging voll daneben. Der hat wenigstens getroffen. Der auch. Gut, dann müssen wir mal gucken, da liegt der andere im
direkt, Dreck, nicht direkt, sondern Dreck. So. Ja, und schon sind wir fast zombiefrei. Zumindest was ich jetzt sehe, wahrscheinlich sehen mich die Zombies gleich. Ja, war mir klar. Wir sind doch nicht zombiefrei. Ich möchte dann doch hier lieber weg und weiter. Gut, hier ist auf jeden Fall einiges an Zombies. Da hinten, das scheint dann jetzt eine Art Fabrik auch wieder zu sein, so wie es aussieht. So. Und das Problem ist, wir brauchen dringendst ein Auto. Und vor allen Dingen brauchen wir jetzt auch dringendst Sprit und sowas. Das da ist definitiv eine Fabrik. Achso, wir können übrigens ja da weiterlaufen. Obwohl, nee, das ist glaube ich auch blöd, weil. Doch, wir kommen dann dahin und können dann da gucken. Alles gut, wir laufen hier weiter. Irgendwas schon wieder Nacht oder was? Da teilt sich das. Ne, wir laufen weiter geradeaus. Ich habe keine Ahnung, was das hier gerade wird oder sein soll. Auf jeden Fall irgendeine Fabrik, vermute ich. Obwohl, wir haben es erst 6 Uhr morgens. Ich wollte gerade sagen, wäre auch merkwürdig gewesen, wenn es jetzt schon wieder Nacht wird. Aber okay. Ja, aber ich finde trotzdem irgendwie, die Tage gehen meines Erachtens nach viel zu schnell vorbei. Also es wäre schön, wenn man nicht nur, also für, zumindest für meine Meinung wäre es schön, wenn man nicht nur, ich sag jetzt mal, die Jahres- oder die Zeit, wie lange ein Jahr dauert, auswählen könnte. Ich weiß auch nicht, warum der 360 Tage statt 365 genommen hat, wie ein ganzes Jahr dauert. Aber ich meine, darum soll es auch gar nicht gehen. Aber ich fände es gut, wenn man selbstständig halt irgendwie noch Zeit ändern könnte oder so. Was weiß ich, man möchte länger Nacht haben, man möchte länger Tag haben, man möchte ja es allgemein länger einen Tageszyklus haben. Wäre schön. Aber vielleicht kommt das noch und ich weiß jetzt auch nicht genau, wann das Video hier rauskommt, aber vielleicht ist bis dahin auch schon einiges passiert und gekommen. Weil ich produziere ja zurzeit gerade ein bisschen vor. Also bei mir kommt nicht alles tagesaktuell, weil das schaffe ich einfach nicht mit all dem, was ich gerade so bringe. So, wir schauen jetzt einmal mal hier durch. Da sind auch schon wieder Zombies. Da ist... Eigentlich würde ich ja hier... Wäre ja schön, wenn hier ein Auto irgendwo stehen würde, ne? Ein Auto, Sprit und weg. Ich meine, das Problem ist ja vom Händler, wo wir den Safe-Punkt gesetzt haben. Bis hier ist auch schon wieder ein ganz schönes Stück, falls wir jetzt hier drauf gehen sollten. Ich glaube aber auch der oder die Entwickler gehen nicht davon aus, dass die Leute so schnell hier sind. Weil die Hallen hier sehen für mich irgendwie noch ziemlich leer aus. Da sieht es irgendwie so aus, als wenn es noch nicht wirklich irgendwas zu looten gibt. Zombies, ja, gibbet. Aber wie gesagt, es sieht halt nicht so aus, als wenn hier irgendwie guter Loot drin wäre. Oder überhaupt Loot drin wäre. Ja gut, dann gehen wir mal. Ja, da würde Loot drin sein, so wie es aussieht. Wenn wir Glück haben.
Das ist Zeug, was wir also gerade jetzt so im Moment eigentlich nicht brauchen. Und es ist halt auch noch ziemlich leer, ne? Also. Kochtopf, bräuchte man einen Kochtopf? Ja, bestimmt könnten wir mal einen gebrauchen, oder? So, da tauchen wir mal da rein. Ich drehe mal da rum, dann hauen wir den. Hauen wir nicht hier hin, weil das passt nicht. Scheiße. Ich habe gerade echt nicht wirklich. Wo ist der Topf da? Ich glaube aber doch, das passt so wunderbar. Das heißt, für die nächste Feuerstelle, wo auch immer wir die aufbauen, haben wir schon mal einen Topf. Braucht man den anderen nicht mitnehmen. Ja, die Erze hier nehme ich einfach mal nicht mit. Aber ein Auto wäre was Feines, wenn ich ehrlich bin. Ich gucke gerade mal, wo sind wir? Wir sind da. Wir können da nochmal gucken, was das ist. Das andere wird, vermute ich, mal ein Hafen sein. Ja, wie gesagt, hier sieht es irgendwie auch nicht so wirklich aus, als wenn hier großartig was ist. Automäßig sieht es hier auch eher schlecht aus. Da geht es noch irgendwo hoch. Okay, ich wollte gerade sagen, also irgendwie die Straße passt noch nicht so wirklich, deshalb hängt man hier auch. Ja, das ist auch nur ein Bauernhof oder sowas. Hier hätte man eigentlich auch so Riesenfelder, wo auch ganz viele Erze, Metalle und sowas sind. Obwohl, wenn wir darüber laufen, kommt der Flughafen, sehe ich gerade. Vielleicht sollten wir einfach mal Richtung Flugfeld laufen oder Richtung Flughafen allgemein. Würde mich ja schon mal interessieren. Und vermutlich, wie auf allen anderen Spielen und Servern und sowas, wird wahrscheinlich der Flughafen mit Highloot geschissen sein. Und bei meinem Glück auch 100.000 eklige Zombies und stärkere und sonstiges, die wir dann wahrscheinlich gar nicht schaffen. Warte mal, ich habe jetzt hier 9 noch. Ich bräuchte noch 9 und 2. Aber wir brauchen eh 6 Stücke. Das heißt, wir fangen jetzt mal an. 1, 2, 3, 4. Wo ist denn 5? Ich bräuchte noch einen fünften. Einen fünften Stock, please. Da ist er doch. So, aber eigentlich brauche ich ja 6, aber ich kriege hier keinen sechsten hin. Auch nicht, wenn ich alles Mögliche versuchen würde. Ja, Kohlenhydrate, was haben wir hier? Ich brauche Kohlenhydrate. Wo sind am meisten Kohlenhydrate drin? Ja, eigentlich irgendwo gar nicht. Obwohl doch da. Dann konsumieren wir doch mal das Ding. So, hervorragend. Das Teil hauen wir hier hin. Dann gucken wir doch mal, ob wir jetzt noch mal. Ja, wir kriegen sogar noch mehr Stücke. 6. So, das wären dann 5. Und so, das müsste eigentlich jetzt reichen. 19. Ach, Quatsch. Das sind 18, 19, so 19. Schade, das reicht irgendwie noch nicht. Hier ist das Flugfeld, vermute ich mal. Wo das Flugzeug dann, also das Flugzeug natürlich, landet. Aber wir kommen hier nicht drüber. Es ist schlecht. Es ist sehr, sehr, sehr schlecht. Was hat er denn jetzt schon wieder? Ach, Durst hat er. Trinken möchte der auch noch so ab und zu, der feine Herr hier. Ernsthaft? So. Hervorragend. Ja, noch können wir trinken. Noch. Ja. Noch haben wir trinken.
weiß nicht wie lange, aber noch haben wir. Ja, obwohl ich glaube eher, dass das hier nicht zum Flugzeug, zum Flughafen gehört. Also okay, da geht's irgendwo auf jeden Fall auch rein. Oder hier könnten wir rein. Ich weiß noch nicht, ob wir das wirklich möchten. Ich möchte so gerne da irgendwo. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin da. Nee. Also ich bin gerade schissig, muss gerade ehrlich sagen. Und gerade im Moment möchte ich eigentlich nur ein Auto haben. So ein bisschen das Zeug hier per, weiß ich nicht, Flugzeug, nein, Dings erkunden. Ah, das ist alles so ein Shit hier. Und das Problem ist, also ich weiß, dass da hinten, glaube ich, irgendwo ein Auto stand. Ich glaube, mich so vage zu erinnern, dass da oben irgendwo ein Auto stand, als ich im Stream mal hier lang gefahren bin. Hätten wir hier mal was gehabt. Aber das Problem ist, man müsste auch sich auskennen, wo hier die Tanken und sowas sind, ne? Wenn du weißt, wo die Tankstellen sind, hast du hier ein leichtes Spiel, kannst hier super durchbrettern, denke ich mal, irgendwo den Sprit mitnehmen. Da oben ist keine Ahnung was. Müsste nicht hier eigentlich dann irgendwo das Auto stehen oder ist das der da hinten? Ich hoffe nur nicht, dass das der SUV ist. Ich hätte gerne so einen kleinen schnuckligen irgendwie. Haben wir bei uns nicht auch irgendwo eine Tanke gehabt? Ich weiß es gerade nicht. Glaub eher nicht. Ach Mann. So. Weil ich glaube, mit dem bisschen, was ich an Sprit habe, kommen wir definitiv nicht irgendwie weit. Wir haben gerade mal eine kleine Flasche Benzin. Ich glaube nicht, dass die wirklich viel reicht. Ja, das Problem ist auch, hier sind nur Trecker. Die kann man, glaube ich, nicht durchsuchen und looten. Oder ich weiß es nicht, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht kriegen wir hier ja auch Sprit raus. Ich würde die Dinge auch gerne fahren, wenn ich ehrlich bin. Ja, die machen wahrscheinlich viel Krach, aber wenn du so über so einen Zombie fährst oder über so eine Horde oder sonst was, ne, dann sind die ganz schnell, denke ich mal, so haben die hinter sich. So, wir müssten dann vielleicht gleich hier durch und dann da lang zurück, aber ich glaube, wie gesagt, nicht. Aha, toll. Da ist schon der erste Zombie. Ich hoffe, es wird jetzt ein kleines, schnuckliges Auto. Denn ich möchte eigentlich keinen SUV haben oder keinen Pickup. Ich hoffe, der verwandelt sich noch. So, wir laufen jetzt auf jeden Fall noch bis zu dem Auto. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss für heute. Und ich glaube, das Auto bleibt das Auto. Was ja ein bisschen schade ist. Ja, es bleibt dieses Auto. Ich meine, eigentlich sieht er ja nicht schlecht aus, ne? Wenn ich ehrlich bin. Ah, ich würde auch gerne auf diesen Flughafen, wenn ich ehrlich bin. Aber egal. So, ich habe gesagt, wir laufen jetzt erstmal bis hierhin. Ich bin nämlich am Überlegen, ob wir vielleicht das nächste Mal wieder querfeldein zurücklaufen. Irgendwo hier Richtung Dings, weil hier ist ja das andere. Könnten wir vielleicht sogar machen. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall beenden wir heute. Und ja, ihr wisst ja, ne? Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, gerne auch ein Abo. Ihr würdet mir damit auf jeden Fall helfen. Und ja,
Sag auf jeden Fall erstmal, bleibt gesund und dann hoffentlich bis zur nächsten Folge und sag erstmal ciao. Der Falli.